Herr Gabriel, es ist jetzt mehr als ein Jahr vergangen, seitdem die Bundesregierung die digitale Agenda veröffentlicht hat. Wie bewerten Sie denn den Fortschritt bisher? Also ich kann es mir jetzt leicht machen, weil der Bitkom-Chef gerade den Fortschritt als gut bewertet hat. Wir haben 121 Maßnahmen uns vorgenommen, die Hälfte ist begonnen, mehr als ein Viertel ist abgeschlossen. Aber vielleicht ein bisschen praktisch, wir haben es geschafft, ein Referenzarchitekturmodell auf der Plattform Industrie 4.0 zu entwickeln. Wir haben über 200 Praxisbeispiele für Mittelständler entwickelt, weil, sagen wir mal, da liegt in Deutschland unsere größte Sorge, dass der Mittelstand, der industrielle Mittelstand noch zu distanziert der Digitalisierung gegenübersteht. Wir haben unsere Förderprogramme stärker ausgerichtet auf das Thema Digitalisierung, zum Beispiel bei mir im Wirtschaftsministerium. Und ich glaube, dass wir ganz gut vorangekommen sind. Sie haben den Mittelstand gerade ja schon als Problemstelle angesprochen. Wie unterstützt die Bundesregierung den Mittelstand denn im Bereich IT? Also erstens dadurch, dass wir digitale Technologien im Mittelstand stärker fördern als in der Vergangenheit. Wir haben alleine ein spezielles Programm eben mit rund 60 Millionen Euro pro Jahr aufgelegt. Andere Förderprogramme kommen hinzu. Ich glaube aber noch viel wichtiger ist, dass diese Plattform Industrie 4.0 Praxisbeispiele geschaffen hat, bei der Mittelständler ihre Beurteilungskompetenz verbessern können, was da sozusagen auf sie zukommt. Wir haben 5 Kompetenzzentren in Deutschland entwickelt, noch eins fürs Handwerk, für Mittelständler, um dort sozusagen nicht erst in der betrieblichen Praxis etwas ausprobieren zu müssen, sondern vorher. Immer geht es um das gleiche Thema, Anheben der Beurteilungskompetenz. Das ist das, was wir brauchen. Was muss genau noch getan werden, damit Industrie 4.0 Technologien noch weiter verbreitet werden? Das habe ich ja gerade gesagt, im Wesentlichen muss die Beurteilungskompetenz steigen, wir müssen unsere Infrastruktur weiter verbessern. Es ist gut, dass wir das Ziel 50 Megabit pro Sekunde 2018 erreichen, aber ehrlich gesagt im Jahr 2017 werden wir feststellen, dass es nicht gut genug ist. Eigentlich muss sich Deutschland das Ziel setzen, in den nächsten Jahren die beste digitale Infrastruktur zu entwickeln. Die Geschichte unserer Volkswirtschaft zeigt, dass man mit der besten Infrastruktur dann auch weltweit eine führende Volkswirtschaft wird. Warum soll das bei der Digitalisierung anders sein? Wir brauchen natürlich den Rechtsrahmen in Europa, die Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, dass wir unser Verständnis von Datenschutz ändern müssen. Datenschutz klassisch heißt Minimierung von Daten. Das ist das Gegenteil von Big Data Geschäftsmodellen. Wir glaube ich, wir müssen eher über Datensouveränität reden. Und wir müssen das Vertrauen im Mittelstand in den sicheren Umgang mit Daten haben. Für manche hört sich, ich bringe meine Daten in die Cloud, schon an, wie da stiehlt einer meine Daten. Also das sozusagen Trusted Cloud-Technologien sind von enormer Bedeutung. Ich finde übrigens ganz gut, dass nach dem sicher für manche Unternehmen nicht einfachen Urteil des Europäischen Gerichtshofs über Safe Harbor jetzt doch viele in Europa sagen, dann lass uns selber ein Safe Harbor in Europa schaffen für den Umgang mit Daten. Eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Vielen Dank für das Interview.